Also ich habe gerade die Produkte ausprobiert. Die sind alle eigentlich relativ geil. Aber ich habe ein kleines Problem. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Das liegt wie ein Pulver auf meiner Haut. Also meine verbrannte Narbe sieht eigentlich, finde ich, dafür ganz gut aus. Da geht's. Und hier wird's pulverig. Aber ihr seht auch, ich habe, glaube ich, also ich hatte schon immer eine Problemhaut. Ich habe immer Pickel. Und trockene Haut. Deswegen, es legt sich wie ein Pulver auf meine Haut. Ich habe jetzt mal versucht, mir die Augenbrauen nachzuziehen. Es ist einfach zu hell. Man sieht, ich kann es nicht. Ich habe es jetzt mal... Also ich habe fast schwarze Augenbrauen. Und so würde ich auch nicht rausgehen. Also wenn einer weiß, wie man eine Augenbraue nachziehen kann oder mir mal einen Tipp geben kann, sehr, sehr gerne. Was ich ganz... Also die Farbe ist der Hammer. Ich dachte zuerst, es wäre orange. Das ist so ein bisschen korallenmäßig. Da gibt es wiederum das Problem, ich habe ja gar keine Lippenkontur mehr. Und ich male mir das alles über. Ich habe jetzt einfach von L'Oreal einen Stift genommen, mir das alles nachgezogen. Aber das haftet nicht. Ich nehme sonst immer diese 24-Stunden-Dinger, weil das richtig in meinen Narben einzieht und da passiert gar nichts. Ich glaube schon, dass ich diesen Lippenstift am Tag verliere irgendwann, weil die Narben das einfach nicht mitbringen. Also ich müsste mir den nachziehen. Ich bin sowieso eine Person, die da immer nicht so drauf achtet und isst und trinkt wie ein Schwein. Und er ist überall. Aber die Farbe ist der Hammer. Aber man sieht durch die Narben, eigentlich ist hier meine Lippe zu Ende. Also diese ganzen Narben ziehen, eigentlich hängt meine Lippe. Das ist, ich bin immer im Zug und die Lippe endet eigentlich hier. Ich male sie mir künstlich nach und dieser Lippenstift geht in die Rillen. Also der fließt richtig runter. Wenn jemand Bock hat, gerne schreibt mir. Ich verschenke den gerne. Ich kann den nicht benutzen. Also der hält auch meinen Narben nicht. Der zieht richtig, der fließt richtig in die Narben rein und das sieht dann immer aus, als wenn ich gerade irgendwas aus dem Mund genommen habe. Der Concealer, richtig gut. Ich musste wirklich mischen. Meine verbrannte Narbe, also meine verbrannte Seite, die Narben musste ich dunkler schminken sogar und die Seite heller. Die Rötungen sind jetzt nicht ganz verschwunden, wie bei Kryolan. Aber das ist nicht schlimm, weil das soll ja ein Tages-Make-up sein. Ja, ich habe nur ein Problem. Es ist wie Pulver auf meiner Haut. Ich glaube, man sieht es nicht. Aber es stört mich. Also wenn einer mich jetzt entdecken würde und näher rankommen würde, würde das aussehen, als wenn ich richtig Mehl auf der Haut habe. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber es kann auch sein, dass ich die Produkte falsch anwende. Ich brauchte eure Hilfe, sage ich euch ganz ehrlich. Also den Lippenstift verschenke ich sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir privat schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Und, ach ja, und davor habe ich das natürlich aufgetragen. Das ist einmal das Hyaluron-Gel für die Feuchtigkeit der Narben. Das und davor habe ich von Kryolan Make-up Blend besorgt. Oder aufgetragen. Ja, aber vielleicht ist das nicht die beste Grundlage. Ich freue mich auf eure Antworten und... bitte um Hilfe.